Wir können ja vielleicht langsam, obwohl das langsam Reden nicht meine Stärke ist, aber einfach mal, genau, in aller Ruhe nochmal uns erstmal vorstellen, auch unsere Reihe vorstellen für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind. Das ist eine Ringvorlesung, die in Zusammenarbeit zwischen der Medizinischen Fakultät und dem Gustav-Rathbuch-Netzwerk entstanden ist. Die Organisationen irgendwie haben Karin Kunde, Konrad Ott, Ulrich Stefani und ich selber irgendwie vorgenommen. Wir sind über die ganzen letzten Wochen von einem grandiosen Team unterstützt worden. Einmal in inhaltlicher Hinsicht, in Bezug auf die Fragen beispielsweise, die Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer gerne zu dem Vortrag stellen dürfen, in diesem Tool unten F und A, das sehen Sie ganz unten am Rand bei Zoom. Da haben Sie die Möglichkeit im Chat nachher Fragen irgendwie an die Referentinnen zu stellen, die wir dann eben ein bisschen clustern werden im Hintergrund und dann eben an die Referentinnen weitergeben werden. Und eben dieses Clustern und Organisieren, das haben Jochen Heubach, Dominik Kösling und Berit Müller-Meinhardt übernommen. Und auch in technischer Hinsicht sind wir auf Unterstützung angewiesen. Gewesen und da auch immer ganz, ja, ganz erfolgreich und toll irgendwie über das gesamte Semester unterstützt worden durch Stefanie Gerul und Arne Peters. Das vorausgesetzt, möchte ich nun tatsächlich zu unserem heutigen Vortrag kommen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich ein bisschen, ja, fast ein bisschen traurig heute bin, irgendwie, dass diese, ja, aus unserer Sicht zumindest mal wirklich sehr, sehr reiche und jetzt dann doch auch schon etwas länger andauernde Ringvorlesung. Wir haben ja schon im Wintersemester gestartet. Sie können übrigens auch die alten Vorträge alle nachschauen. Die sind auf dem YouTube-Kanal der CAU zu finden. Die können Sie sich, wie gesagt, da nochmal in Ruhe ansehen, falls Sie sie verpasst haben sollten. Aber eben, wir haben jetzt fast im wöchentlichen Rhythmus diese Ringvorlesung zur Corona-Pandemie und ihren Folgen gehabt. Und eben heute ist der Runde Abschluss. Und ich freue mich wirklich sehr auf den Vortrag heute und bin sehr, sehr gespannt. Es wird um Bilder der Pandemie gehen. Und ich darf an dieser Stelle ganz herzlich unsere beiden Referentinnen vorstellen und begrüßen, Maria Carla Gadebusch-Bonjo und Frau Birgit Münch. Ich fange mal bei Frau Gadebusch-Bonjo an. Frau Bonjo hat an der Universität in Mailand studiert, und zwar Philosophie und Geschichte der Wissenschaft und Technik, hat dann eine Doktorarbeit geschrieben, die vermutlich heute irgendwie eine besondere Aktualität irgendwie nochmal aufweist, nämlich über die Rezeption der, oder ich lese es auf Englisch vor, der Titel ist auf Englisch, The Reception of the Criminal Anthropological Theories of Cesare Lombroso in Germany. Sie ist dann anschließend nach Deutschland gekommen, irgendwie nach Bonn zunächst und nee, zunächst nach Greifswald irgendwie, hat dann in München eine Professur für Geschichte und Ethik der Medizin inne gehabt, bis sie dann 2017 eine Professur und auch die Leitung des Instituts für Medical Humanities an der Universität zu Bonn übernommen hat. Frau Gadebusch-Bonjo bewegt sich, wie ich finde, irgendwie in einem sehr, sehr spannenden Bereich, eben immer zwischen der Philosophie, der Geschichte und der Medizin, hat eine ganze Reihe an sehr spannenden Forschungsprojekten. Ich hebe einfach mal eines der jüngeren irgendwie Forschungsprojekte hervor, wo sie sich mit Präzisionsmedizin beschäftigt, speziell mit dem Projekt, das den Titel trägt, The Janus Phase of Participation, Practices of Evidence in Personalized Medicine. Sie hat auch an dieser Schnittstelle eine ganze Reihe von Publikationen vorzuweisen. Ich habe mir jetzt einfach mal eine rausgepickt, irgendwie einfach, weil ich die Autoren sehr mag, auf die sie sich da bezieht, nämlich irgendwie einen Artikel, der den Titel trägt, Von der Kunst, gesund zu sein, wenn man krank ist. Karl Jaspers über Krankheit, über Sicht und im Gespräch mit Hannah Arendt. In Bonn sind sich unsere beiden Referentinnen vermutlich auch begegnet. Dort ist nämlich Professor Münch Professorin für Kunstgeschichte und seit diesem Jahr auch Prorektorin für Internationales. Frau Münch ist von ihrer Ausbildung her Historikerin, Kunsthistorikerin, hat aber auch mittlere und neuere Geschichte studiert und Politologie und Soziologie in Heidelberg, Paris und Berlin, ist dann über mehrere Stationen, unter anderem in Trier und in Oxford, eben 2016 an die Universität Bonn gekommen.
Auch Frau Münch bearbeitet eine ganze Reihe an sehr interessanten Beiträgen. Auch sie hat immer wieder diese Schnittstelle zur Medizin gefunden. Also ist einer ihrer Forschungsschwerpunkte beispielsweise die Kunstform von Krankheit, Emotionen und Angst. Und seit kurzem irgendwie ist sie auch in einem Forschungsprojekt, was vermutlich in Bezug auf andere gesellschaftliche Themen irgendwie, die zurzeit in dem Vordergrund stehen, irgendwie eine besondere Relevanz irgendwie eben hat, mit dem Titel The Dutch Are Black. Also sie haben sich auch schon irgendwie mit diesen Rassismustheorien irgendwie in der Kunst irgendwie beschäftigt. Und ich bin sehr gespannt irgendwie auf Ihren Vortrag heute zu Bildern der Pandemie und darf Ihnen beiden das Wort übergeben. Ja, ich bedanke mich gerade bei Frau Bozzaro für diese sehr freundliche Einführung und hoffe, dass jetzt auch unsere Bilder zu sehen sind. Können Sie mir eine kleine Bestätigung geben? Ja. Dann würde ich loslegen. Dann seht die Folien, ja. Ja, vielen Dank. Ja, danke auch an alle anderen Organisatoren oder Konzeptoren dieser Ringvorlesung, also Konrad Ott und Herrn Stefani, Frau Kunde, dafür, dass Sie uns dazu eingeladen haben. Ich werde anfangen und zwar mit diesem Bild und mit der Genese der Einladung zu dieser Ringvorlesung, die mir wichtig ist, an der Stelle deswegen, weil als im Februar 21 Konrad Ott mich angesprochen hat und fragte, haben wir angefangen, uns Gedanken über mögliche Themen zu machen. Das Thema Bilder der Pandemie überzeugte ihn am besten und er schickte mich dann auch ziemlich oder unmittelbar danach dieses Bild des exponierten Ringvorlesungsprogramms auf einer Staatssäule in Kiel. Exponiert insofern, weil offensichtlich als Provokation gesehen wurde und gleich auch eine Art dialektische Reaktion hervorgerufen hat. Was uns in diesem ursprünglichen Gespräch beschäftigte, ich meine jetzt Konrad und mich, war die Frage, ja, woran werden wir uns erinnern, wenn wir an Corona denken in 10, 20 Jahren? Und das wird auch der Anfang sein, mit dem ich mich befassen möchte, also mit der Frage nach dem Gedächtnis. Unser Vortrag sieht so aus, nachdem ich eben etwas zu den Gedächtnisformen gesagt habe, wird Birgit den Stab übernehmen und einige Corona-Bilder zeigen, besprechen. Dann werde ich ein Fallbeispiel, das, was wir uns heute überlegt haben, vorzustellen, nämlich Long-Covid, verbunden mit dem Problem der fehlenden Objektivierbarkeit. Und schließlich werden Bilder des Invisiblen, also Bilder von Long-Covid von Birgit, vorgestellt und besprochen. Die Journalistin Julie Metzdorf befasst sich in diesem Artikel mit einer Fotolegende, nämlich mit dem Handyfoto des Militärkonvois aus Bergamo. Sie bezeichnet das Bild als ein Bild, das Teil des kollektiven Gedächtnisses bereits geworden ist. Und vielleicht erinnern Sie sich, es war im April, als in Deutschland gerade die erste Phase des Lockdowns begann. Da stand dieses Bild für die Ausnahmesituation, für den Tod und für all das, was man eben nicht erleben möchte. Das stand auch für eine Zeit, in der das Vertraute sich entzieht, wie Thomas Trummer, der eine Ausstellung in Bregenz mit dem Titel versehen hat, unvergessliche Zeit. Eine unvergessliche Zeit, weil wir eben alle, ich glaube, jeder von uns mit Formen der temporalen Verdichtung, also mit der sogenannten Echtzeit, befasst worden ist, aber auch mit Gleichzeitigkeiten und Ungleichzeitigkeiten. Denken Sie einfach an das interaktive globale Coronavirus-Map mit diesen
pulsierenden Punkten und auch mit Formen der temporalen Dehnung oder Ausdehnung. Hier ein Bild von, aus der Quarantäne oder vom Lockdown. Und die Frage, glaube ich, ist insofern nicht so sehr, ob wir überhaupt uns an diese Zeit erinnern werden, das werden wir mit Sicherheit, sondern welche Erinnerungen und welche Bilder wir im Gedächtnis behalten werden und wie werden diese Bilder eben anhaften. Weshalb möchte ich jetzt ganz kurz etwas zu diesen Begrifflichkeiten, kollektives Gedächtnis, kulturelles Gedächtnis, individuelles Gedächtnis sagen. Es sind Begriffe, die rekurrieren und immer wieder vorkommen, wenn man sich mit Narrativen oder auch mit Bildern der Pandemie befasst. Und das wird Sie nicht überraschen, dass ich jetzt hier diese zwei Bilder zeige von Maurice Halbwachs und von Jan Assmann, von einem Philosophen und von einem Kulturwissenschaftler, die beide sich sehr intensiv mit dem Gedächtnis befasst haben. Jan Assmann hat in Bezug oder in seiner Lektüre der Theorie von Halbwachs zum kollektiven Gedächtnis seine eigene Theorie des kulturellen Gedächtnisses präzisiert und weiter verfeinert. In seinen Werken La Mémoire Collective et les Cadres Sociaux de la Mémoire definiert Halbwachs die Vergangenheit als Produkt einer Gegenwart, die sie, also die Vergangenheit, nach den jeweiligen Sinnesbedürfnissen und nach den gegebenen Rahmenbedingungen in einem kommunikativen Akt rekonstruiert. Es gibt also nur Vergangenheit in einer Gegenwart. Man spricht ja auch von Präsentismus. Schaut man sich diese Bilder an, ist es legitim, sich zu fragen, ob wir hier nicht mit einem kollektiven Leugnen der Gefahr zu tun haben, in Angesicht dessen, was das Spiel Null gewesen ist. Ich erinnere daran, es ist das Spiel, das in Bergamo am 19. Februar 2020 stattgefunden hat, zwischen Bergamo und Atlanta, das eben als Spiel, in dem die Pandemie in Italien, in Bergamo ausgebrochen wird, betrachtet wird. Also ein Leugnen der Gefahr, ein Vergessen wollen. In der Theorie Halbwachs, die Theorie des kollektiven Gedächtnisses, sieht diese Rekonstruktionsarbeit in der Gegenwart auch die Möglichkeit der Ausblendung dessen, was nicht gebraucht wird. Während in der Theorie des kulturellen Gedächtnisses von Assmann wird die Gegenwart durch Dinge, Schriftstücke oder auch Bilder in die Erinnerungspflicht genommen. Für Assmann ist eigentlich die Urszene des kulturellen Gedächtnisses die Szene in Hamlet, in der der Geist, also der Vater von Hamlet, vor dem Sonnenaufgang zu ihm sagt, adieu, adieu, remember me. Und ihn, also Hamlet, in die Pflicht der Erinnerung nimmt. Noch etwas ist, glaube ich, für uns heute wichtig, nämlich das, was für das Subjekt in seinem Verhältnis zum Kollektiven ausmacht, das, was Halbwachs das Entourage materiell definiert hatte oder das die Dingwelt, die Welt der Objekte, der Möbel, der Sachen, die uns umgeben, mit denen wir uns identifizieren, mit denen wir sogar symbiotische Verhältnisse haben und pflegen können. Diese Dinge hat Assmann mit seinen symbolischen Objektivationen ergänzt. Symbolische Objektivationen sind Texte, Bilder, Riten, die als Bestandteile der Vergangenheit sich nicht leicht vergessen, verschleiern und oder auch verdrängen lassen. Und diesen Dingen oder diesen zwei Ebenen würden wir gerne ein Entourage virtuell hinzufügen, und zwar eine Umgebung, die in einer dislozierten Netzkultur an Bedeutung gewinnt und sich online konstituiert und manifestiert in Form von Blogs, Memes und so weiter, was Ihnen Birgit jetzt zeigen wird.
Und wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Ja, auch ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und ich schließe direkt an. Sie sehen hier vom 27. Januar 2020 den Artikel in Jyllandsposten, der größten dänischen Zeitung, wo eine Karikatur der chinesischen Flagge mit 5 gelben Sternen, die Sterne eben durch Viren ersetzt, gezeigt wurde. Sie wissen auch, dass Jyllandsposten berühmt geworden ist, berüchtigt durch die Mohammed-Karikaturen. Und die Illustration wurde natürlich gelesen als Anspielung auf das Versagen der chinesischen Behörden oder auf die Gefahr, die von China ausgeht. Eine wirtschaftliche Krise, dass es sich um eine globale Gesundheitskrise handeln würde. Das war den RedakteurInnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Und auch in dem Bereich, wie Bilder die Stigmatisierung vorantreiben können und auch wie ein Originalbild, ein Ausgangsbild in bestimmte Richtungen gedeutet werden kann oder korrigiert werden kann oder manipuliert werden kann, haben Sie hier bei den ersten beiden Titelcovern zum Thema Covid-19 vom Spiegel und vom Fokus, während der Spiegel hier mit aggressivem Gelb Made in China argumentiert, hat der Fokus sich noch etwas stärker, ein bisschen stärker zurückgehalten und den Ausbruch gewählt als Titel. Generell muss man aber sagen, dass das Foto von einem Forbes-Mitarbeiter, der in China lebt, am Neujahrstag in China aufgenommen wurde, am 26. Januar am chinesischen Neujahrsfest, dem man traditionell die Glücksfarbe Rot trägt. Also Sie sehen die Umkodierung, die hier passiert. Auch das ist etwas, was wir uns was wir im Kopf behalten müssen, wenn wir über das kulturelle Erinnern durch Bilder bearbeiten oder uns darüber Gedanken machen. Hier nochmal das Foto in der Ursprungsversion von Kevin Freyer. Mit dem er wollte im Grunde die leere, die menschenleere Stadt, die ansonsten an diesem Fest gefüllt ist, zeigen. Wir gehen direkt weiter. Ja, das sind natürlich jetzt zwei Virenbilder. Wenn wir jetzt also fragen würden, was glauben Sie, welche Bilder bleiben, dann wäre das linke auf jeden Fall das Bild, das Sie wahrscheinlich nennen würden oder das viele Menschen nennen würden, von Alisa Eckert und Dan Higgins. Warum? Weil es sehr oft gezeigt wurde, seit Januar 2020, also zur selben Zeit entstanden, wie unser Coverbild aus Spiegel und Fokus. Und Besonderheit, wir haben hier die Genese, und das wissen Sie wahrscheinlich auch längst, die Genese der Entstehung und auch die Manipulation innerhalb des Bildes hervorragend dokumentiert. Die Begründung, warum bestimmte Farben ausgewählt wurden und warum bestimmte Proteine hervorgehoben wurden. Im Gegensatz dazu, genau von David Gutzel, eine ganz andere Darstellungsform, die lange nicht so berühmt ist und wahrscheinlich weit weniger sicher sich im kollektiven Gedächtnis verankern wird. Aber die Einbettung in die Umgebung ist hier in so einer Art floralen Umgebung getan worden. Und das nächste, ganz interessant, jetzt mit der Delta-Variante kommen quasi die Grünen aus dem All. Also die Farbe, und das ist auffällig, hat man an verschiedenen Bildern zu sehen, wurde das Grün gewählt. Also nochmal etwas, was ursprünglich in Pastell gehalten war, dann dieses Grau-Rot angenommen hat, wird jetzt wieder zu etwas Neuem, Fremden mit dieser grünen Variante. Das fand ich ganz interessant. Wenn wir uns jetzt mit Bildern befassen und fragen, welche Bilder gibt es, dann könnte man jetzt natürlich eine ganze Ringvorlesung nur mit Bildern füllen und einige werden Ihnen bekannt sein, aber ich möchte doch durch diesen Wald, durch dieses Universum, diesen Kosmos an Bildern so ein paar Schneisen schlagen. Natürlich muss man unterscheiden zwischen Covid-19, Kunst und Kunst, die während Covid-19 geschaffen wurde. Sie wissen, es gibt viele
Covid-19-Archive, in denen Personen Fotoarbeiten, aber eben auch Laien, und das ist ja genauso wichtig, und zentral Kinderzeichnungen etc. Es gibt eigene Archive, weltweite Archive für die Kinderzeichnungen zu Covid-19. Dann haben wir auf der anderen Seite die unterschiedlichen Medien, wie vor allem die Fotografie, aber auch angewandte Kunst, Ikonologie von Covid-19, also welche Themen sind besonders prägnant und häufig zu finden. Natürlich auch die unterschiedlichen Räume der Kunst, Street Art ist wichtig, und die schon genannte Netzkunst, die ja nochmal ganz andere Dimensionen hervorbringt. Und dann eben auch die Frage, wie das Gesicht von Covid-19 als gesichtslose Krankheit zu finden ist. Und auch Memorials, die wir schon jetzt haben, was ein sehr frühes Stadium ist, wenn man sich an die AIDS-Memorials erinnert. Und ich gehe kurz durch. Also Sie haben hier eine kleine Auswahl an Street Art, vor allem Graffiti, wo es um die Krankenschwester geht, um das Zusammenhalten. Genau, weiter. Ja, und dann wäre die Frage, gibt es andere Kunst, die so ein ikonisches Bild hervorgebracht hat zu einer bestimmten Krankheit? Und das kann man sagen, das gibt es in der Tat. Ja, während die Syphilis arbeitet mit dem Hirten, der hier einen Knochen im Mund trägt, also der Hirte, der hier platziert ist und charakteristisch eine Geschwulst am Kopf aufweist, und der Jüngling hier von der Venusmilch abgehalten wird, ja, die den Tod bringt, haben wir bei dem Thema Pest immer die tote Mutter mit dem Kind, das vergebens versucht, an der Brust zu trinken, als ganz klassisches. Und wirklich seit Marcantonio Raimondi nach Raphael immer wieder auftauchendes Bild. Die nächsten, ja. Und wenn man jetzt die Tuberkulose anschaut, ist es vielleicht der blaue Heinrich, der zu diesem Bild wurde, der Liegestuhl, der Liegehallen und natürlich Davos. Und da müsste jetzt eigentlich noch ein Bild kommen, aber das vielleicht später. Genau. Wenn man sich jetzt nach HIV umschaut, natürlich Silence equals Death, die berühmten Offset-Drucke von ACT UP mit dem rosa Winkel, die stellvertretend sind. Auf der anderen Seite eben das Memorial Dress, auch ein ganz wichtiges Kunstobjekt zum Thema HIV und AIDS. Die Namen, also wo die Zahl, die unglaublich hohe Zahl an Toten eingenäht, bedruckt auf dem Kleid zu sehen ist. Und das spiegelt sich eben in diesem berühmten Names Project wieder, also die Kills als amerikanisches Produkt, ja, die American Kilt, ein Gemeinschaftsprodukt, wo die Angehörigen, und das ist eben sehr persönlich, ja, sie haben die Vornamen, sie haben die Lebensdaten ihrer Verstorbenen zusammengefügt werden. Das Kills Project könnte man heute gar nicht mehr an einem Ort zeigen. Es ist aber jetzt jüngst auch online gestellt worden. Und interessanterweise gibt es das eben bereits auch schon für Covid-19. In diesem Fall von Susanne Brennan in America, da sind das eben solche kleinen Papierhütchen, die in ganz ähnlicher Form wie das überall bekannte Kills Project gezeigt werden. In America, how could this happen, steht hier geschrieben. Und das fand ich ganz interessant, weil man hier die direkte Analogie hat, auch zu dem über Jahrzehnte gewachsenen Kills Project, also die Zeitdimension, es geht viel rascher. Auch hier diese Bilder erinnern natürlich an die Serialität des Todes, an diese große Zahl an Toten, die ausgehobenen Gräber hier in Sao Paulo. Und hier nochmal die unterschiedlichsten Werke der Street Art, die im Digitalen auch Verbreitung finden, Politiker angeklagt werden und hier rechts der Wiedereintritt in die Schule mit dem Tod zusammenfällt in Bristol. Ja, ein wichtiges Thema natürlich Quarantäne, Isolation,
die Kranke, die von der hier ein preisgekröntes Bild rechts, The First Embrace, von der Krankenschwester oder Pflegerin das erste Mal wieder umarmt werden darf und die das Schutzmantel dann eben so engelsflügelgleich wirkt, das nächste. Natürlich auch immer die Betonung der Maske und ganz viele Kunstpositionen zum Thema Just Wear the Fucking Mask, also auch teilweise sehr pointiert. Und Banksy, ein Künstler, den Sie sicher kennen, der hier ein Bild, und da kommen wir jetzt auch in die Richtung des am Ende zu zeigenden Gesichts, der hier als Game Changer 2020 eben die Superheroes, die anderen Superheroes in den Papierkorb bringt, oder die bleiben auf jeden Fall im Korb, während das, die Krankenschwester als neuer Superhero Verwendung findet. Und das haben sie natürlich auch in der Street Art in ganz zahlreicher Form. Also das ist vielleicht, wenn man jetzt auf diese Schneise zeigen möchte, dann ein ganz wichtiges Bild, natürlich ausgehend von den ganz vielen Selfies, die wir von den Krankenschwestern und Pflegern, Pflegerinnen und Pflegern aus den Krankenhäusern haben. Und vielleicht ein anderes Gesicht, Li Wen Liang, der ja auf die Pandemie aufmerksam machte, der dann eben ja erst einmal sich rechtfertigen musste und selber der Pandemie erlag und dann im Netz an ganz vielen Orten mit seinem Porträt ein Gesicht zu Covid-19 gab oder das Gesicht gab, also als Arzt und als Patient und dann eben auch als Verstorbener. Genau, und dann gibt es eben noch andere Gesichter hier in Wuhan, die große Ausstellung zu Covid-19, die quasi die Pfleger, die das Militär, die Politiker als die Heroes hier am Eingang, Sie sehen also rechts den Eingang der Ausstellung, inszeniert hat. Eine groß angelegte Ausstellung, die ab Herbst, Winter letzten Jahres lief und hier eben auch mit ganz vielen, also eine riesige Halle mit Soldaten, also die Kriegssituation, aber eben auch demonstrieren wollte, wir haben es geschafft, wir haben die Pandemie besiegt durch den Zusammenhalt. Und noch ganz spannend, derzeit noch laufend die Ausstellung Europa auf Kur in Nürnberg, wo eine Ausstellung zu Tuberkulose und Davos begonnen wurde, lange vor Covid. Und man dann mit der Pandemie natürlich die Ausstellung verschieben musste, aber mit diesem Verschieben gemerkt hat, wir müssen umkodieren. Ja, wir haben jetzt ein anderes Vorwissen. Ja, die Menschen haben das in die Armbeuge husten und die Abstandsregeln, das haben die Menschen jetzt in einer anderen Form verinnerlicht. Und dann wurde die Ausstellung auch verändert. Und interessant ist auch, dass man nicht nur Live-Speaker hat online, sondern dass man sich auch so einen Einzelberater für die Ausstellung buchen kann und gemeinsam durch die Ausstellung auch virtuell gehen kann. So, danke Birgit. Dann übernehme ich jetzt wieder den Stab. Bin ich hörbar? Sehr gut. Wir kommen jetzt zum Fallbeispiel. Ich werde weniger Bilder zeigen, ein bisschen mehr Texte. Im April 2020 hat Fiona Lowenstein, eine Journalistin und Physiotherapeutin, in The New York Times diesen Artikel veröffentlicht. Wir müssen darüber reden. Sie wollte über ihren Zustand reden, nachdem sie eben zurück vom Krankenhaus, nachdem sie eben Covid-19 hinter sich gebracht haben müssen, zu Hause in einem miserablen Zustand sich befindet und eben aus diesem miserablen Zustand heraus entscheidet sie sich, eine Plattform zu gründen. Es ist dieses COVID-19 Support Group, das ihn lebensgerufen hat und immediat einen globalen Zuspruch bekommt. Immer mehr Menschen nehmen Kontakt zueinander, sie berichten über Symptome, sie gleichen diese Symptome ab und suchen aber auch nach Orientierung und Trost in einer Situation, in der sie eben vom Gesundheitssystem, von Ärzten sehr wenig Verständnis und wenig Hilfe bekommen. Ähnlich wie
wie Fiona Löwenstein, hat allerdings in einem ganz anderen Medium, nämlich in the BMJ, also British Medical Journal, Paul Gardner über seine Situation ein Blog eröffnet. Paul Gardner, ein Professor für Infektionskrankheiten, Mikrobiologe, der auch an Long-Covid leidet und von der Situation, von der eigenen und von der Situation auch von anderen Menschen berichten, die in der Verzweiflung geraten sind, weil sie eben einfach aus dieser Lage nicht rauskommen. Sie bekommen auch keine Hilfe. Er spricht von einem Post-Viral Tsunami an der Stelle. Ich muss meine Maus wieder finden. Ja. Gleichzeitig, also wir sind ziemlich früh, im Mai, Juni 2020 erscheinen auch die ersten medizinischen Berichte über Long-Covid oder über diese Post-Covid-Syndrom. Die Namen variieren und fluktuieren. Hier ist einer der ersten Paper von der Gruppe Gemelli veröffentlicht in Rom, fokussiert auf Patienten, die nach einem akuten Covid-19 und nachdem sie hospitalisiert worden waren, monitorisiert wurden und bei denen eben eine Reihe von andauernden Symptomen dokumentiert werden konnten. Die Autoren des Papers kommen zu dem Schluss, dass man nur interdisziplinär und das zeigen sie anhand der Organe, die eben von diesen Symptomen betroffen sind, dass man nur interdisziplinär versuchen sollte, das Problem zu lösen. Zu dieser Zeit hat die WHO eine Typologisierung von Covid-19, die von den Betroffenen an Long-Covid-Leidenden als sehr frustrierend betrachtet wird, weil es hier unterschieden wird zwischen zwei Gruppen von Patienten, die an einem milden milden Covid erkrankt sind und innerhalb von 2 Wochen genesen und ernsthafteren Fällen, die manchmal bis zu 6 Wochen für die Genesung benötigen. Die Betroffenen, also die an Long-Covid-Leidenden, sehen sie sich hier nicht abgebildet. Was auch immer wieder manifestiert wird, ist das Problem der Unsichtbarkeit. Hier haben wir ein Paper in Nature erschienen von einer der Aktivistinnen, könnte man sagen, Betroffenen, Patientinnen und gleichzeitig Aktivistinnen, die eben die Krankheit als eben so problematisch definiert, weil eben kaum wahrnehmbar von außen. Es ist auch die Zeit, in der Definitionskämpfe immer lauter werden. Das heißt, die sogenannten Long-Haulers, also die immer weiter am Husten sind, haben diese Benennung Long-Covid eingeführt und sie bestehen auch darauf, diese Definition, diese Benennung zu behalten. Sie weigern sich von Post-Covid zu sprechen und sehen in dieser Bezeichnung, die übrigens in der Medizin gängige geworden ist, sie sehen darin einfach ein Problem ontologischer Natur, denn Post bedeutet oder spricht oder deutet auf eine Zäsur, auf einem Danach, während bei Long-Covid ist eben diese andauernde Präsenz von Symptomen von der akuten oder auch weniger akuten Phase der Erkrankung ins Indefinierte hinein. Der Notfallmediziner Jeffrey Siegelman, der auch an Covid-19 und Long-Covid erkrankt ist, bringt das Problem auf den Punkt, nämlich die normale Werte. Alle Untersuchungen, Testbildgebungen, Laborresultate ergeben eigentlich bei vielen Long-Covid-Patienten Normalwerte. Aber gleichzeitig sind eine Konstellation von lästigen Symptomen dabei. Und das heißt, den Normalwerten entsprechen nicht die Symptome, die die Patienten verspüren und die sie auch arbeitsunfähig machen.
diese Sorge bei fehlender klinischer Evidenz, nicht ernst genommen zu werden, führt bei Siegelmann zu einem zentralen Erkenntnis und auch zu einem Vorschlag, dass bei allen Ungewissheiten, ich zitiere ihn hier, einer noch nicht erschlossenen Erkrankung mit ihren Folgen ein Symptom-Based Approach, also ein symptombasierter Zugang zur Krankheit, der einzig gangbare Weg sei. Nach der Desorientierung oder nach der initialen Desorientierung haben also Patienten mit Long-Covid sich mobilisiert und das vor allem dank der digitalen Vernetzung, was sich auf verschiedenen Ebenen auch manifestiert. Und diese Ebenen sind auch, stehen für die Herausforderungen, die mit Long-Covid verbunden sind. Auf der ontologischen Ebenen, da geht es um die wirklich um die Quintessenz, um die Definition dieser schwer fassbaren Erkrankung, über die drei Theorien zur Ätiologie kursieren. Terminologisch haben wir mit der Problematik eben dessen, was eben mit der Bezeichnung auch gemeint oder suggeriert wird. Auf epistemischer Ebene das Problem der fehlenden diagnostischen Marker, der normalen Werte und der immer deutlicher oder sichtbarer werdende subjektiven Evidenz, also dessen, was Patienten dokumentieren und berichten. Auf der normativen Ebene die entstehenden Leitlinien, Empfehlungen. Auf der ethischen Ebene das Problem der Diskriminierung von Patienten, die sich psychosomatisiert fühlen, und aber auch Probleme beim Zugang zur Versorgung und oder auch Partizipationsfragen. Und dann auf der ästhetisch-künstlerischen Ebene geht es um Bilder, um Texte, um Memes, um Fotostories, von denen Birgit jetzt mehr erzählen und zeigen wird. Genau. Wenn man jetzt diese große Zahl der Bilder zu Long-Covid, und es ist natürlich eine kleine Zahl im Vergleich zum Gesamt-Oeuvre der Covid-Bilder allgemein. Wenn man sich die anschaut, kann man sagen, dass in den Memes, die Sie hier beispielsweise links sehen, also Bilder, die mit kurzem Text, teils von Ironie bis Sarkasmus, das die Sicht des Patienten, des Betroffenen schildern, in Fotodokumentationen oder in Selfies, und rechts ist auch wieder so ein Meme-Beispiel, kann man drei Kategorien ausmachen, die ich Ihnen jetzt hier nur einfach auf dieser Folie zeige. Nämlich zum einen das Unverständnis und es wird sich nichts ändern. Also diese Frustration, die immer wieder gezeigt wird. Also der Flaschengeist sagt, ich habe es geändert und ich fühle aber nichts. Ja, genau, so ist es. Also es gibt keine Verbesserung. Es ist ein Zustand, der so anhält und keine Besserung bringt. Der andere dann eben diese körperliche Veränderung in kürzester Zeit, teilweise Bilder von Greis und Kleinkind nebeneinander gestellt, so war ich und so fühle ich mich in der zweiten Großkategorie. Und dann immer wieder die Fatigue, die Müdigkeit, die an ganz vielen Bildern exemplifiziert wird. Ja, also wir können gar nicht mehr anders. Ja, wir schlafen, auch wenn wir gar nicht faul sind. Das sind die Kategorien. Wenn Sie allgemein schauen nach Long-Covid-Bildern und eben jetzt nicht nur die Memes und diese humoristische Variante der Memes eben sich anschauen, sondern allgemein nach den digitalen Bildern schauen, dann haben Sie da eine ganz klare Ikonografie. Die Patientin, also es ist meist eine Frau, die am Tisch bei der Arbeit eingeschlafen ist oder gar nicht aus dem Bett kommen kann. Ja, es ist also eine ganz eindeutige Zuspitzung in den unterschiedlichsten Medien, sowohl medizinische Zeitschriften, aber eben auch ganz andere Arten von Bildern für Laien. Und das ist sehr interessant, weil wir da so ein ganz eindeutiges Bild haben, im Gegensatz zu dem, was wir vorhin bei Covid-19 allgemein gesehen haben, wo wir so eine Diversität haben. Wie man nun Erkrankung, und wir hatten ja gehört, es gibt das Nicht-Messen-Können ist das Problem, wie man nun eine Erkrankung, die sich im Körperinneren abspielt,
und die nach außen von der Symptomatik her schwierig ist. Wie man die darstellen kann, das haben KünstlerInnen anhand anderer Krankheiten exemplifiziert. Zum Beispiel hier ganz wichtig als Vorläufer auch für die Behandlung von Covid-9, von Post-Covid in der Kunst, der Umgang mit Migräne. Ja, und es gibt eben Projekte wie dieses hier, wo sie links ein Ausgangsbild haben, das sie dann in der Form verändern können, digital, online und dann abschicken können, anonymisiert wohlgemerkt, wo sie ihre eigene Wahrnehmung dann zeigen können und auch noch mit einem kurzen Text beschreiben können. Also der Name ist nicht hier genannt, aber die Symptomatik wird beschrieben. Und die Idee, die Migräne-Aura ins Bild zu bringen, unbewusst oder bewusst, das kennen wir von dem berühmten Alice in Wonderland-Syndrom. Lewis Carroll war selber Migräne-Patient und hat ja in Alice im Wunderland genau das auch beschrieben. Und hier sehen Sie auch Illustrationen der Originalausgabe, wo das ganz eindeutig, und auch schon lange etabliert gelesen werden kann. Also dieses Eingesperrtsein in das Haus. Alice wächst so stark, dass nur noch die Hand aus dem Fenster lupen kann. Die Katze, deren Kopf in den Baum hinein wandert. Also dieses Verhältnis, diese ungleiche Veränderung der Körperteile, all das ist hier angelegt und im Bild auch festgehalten. Wenn man sich nun mit Long-Covid befasst und nach Bild Digital Stories oder Foto-Stories schaut, dann gibt es hier Susana Vera, eine spanische Künstlerin, die etwas sehr Spannendes tut, nämlich sie hat The Faces in the Fog of Long-Covid geschaffen. Sie ist eine Dokumentationsfotografin, die, wie Sie hier sehen, ich habe nur eine Auswahl mitgebracht ihrer Stories, sich mit dem Thema, der Roma, das Leid der Roma in Madrid befasst hat, ganz rechts mit einer Transgender-Journey, Gabriel's Journey. Und hier jetzt in unserem Fall mit den Faces in the Fog of Long Covid, wo sie Personen fotografiert hat, Personen, die sie durch eine blaue Plastikfolie fotografierte. Ja. Davor hat sie sich mit den Personen auch intensiv unterhalten, hat versucht, im Bild das umzusetzen, was ihr beschrieben wurde. Und die Personen, wie Sie hier sehen können, ich habe das jetzt mal auf die Folie hinzugebracht, werden auch mit Namen genannt, ja, das Alter wird genannt, der Beruf wird genannt, die Personen beschreiben ihre Symptome und ähnlich wie eines Diptychons werden hier Porträt durch das Blau, durch dieses, die Schläfrigkeit, die sind Assoziationen da zu der L'heure bleue, diese blaue Stunde, ja, diese Dämmerung, die Betroffenen oft beschreiben. Man kommt eigentlich aus diesem Zustand nicht heraus. Parallelisiert wird mit einem kleineren Foto eines Details, eines Objekts. Und wir hatten ja auch schon von verschiedenen Begrifflichkeiten auch bei Halbwachsen und bei Aßmann gehört, die hier jetzt auch ganz gut passen würden, ne, wenn man dieses Objekt zeigt. Ein Objekt, das an den Zustand davor erinnert in Veras Fall. Hier das Tattoo als ein Zeichen der Verbundenheit zur Familie und ein Zeichen auch das Leben zurück vor Long-Covid, als man noch hinausgehen konnte. In diesem Fall die Parallelisierung mit dem Garten, eben auch dieses diffuse Licht und diese Bank, auf der man sich ausruhen möchte, aber sehr bezeichnend eben im nächsten Fall die Lehrerin, die hier so eine kleine Tafel zeigt, stellvertretend für ihre normale Schultafel und beschreibt, dass sie zweimal an Covid erkrankt ist und über Monate nicht in der Lage ist, die Kreide zu halten und die Tafel zu beschriften. Also das, was sie als Lehrerin quasi auszeichnet, also wenn man jetzt eine Tätigkeit
benennen müsste bei einem Ratespiel, was wäre deine Handbewegung, würde ein Lehrer wahrscheinlich oder eine Lehrerin das Beschreiben der Tafel nennen. Und das ist ihr nicht mehr möglich über Monate. Und deswegen ist hier dieses Beispiel genannt. Sie haben gesehen, viel mehr Frauen als Männer sind ausgewählt worden. Hier ist ein Porträt eines männlichen Patienten von ihr gezeigt. Hier in diesem Fall nicht als Diptychon, sondern er steht für sich, er ist in hellerem Licht, aber auch durch die Plastikfolie fotografiert gezeigt. Und ich möchte noch eine weitere Arbeit nennen, die uns nochmal zurückführt in die Gemelli-Poliklinik in Rom, die wir eben schon in Maria Callas Teil kennengelernt haben, das Post-Covid-19-Day-Hospital. Und hier hat ein Fotograf, Marco Carmignan, Fotos anfertigen können, nicht nur hier, sondern auch die Patienten nach Hause begleitet. Und er zeigt eben die Gesichtslosigkeit von Long-Covid, die wir sonst eigentlich eher bei Covid-19 haben, weil wir doch in vielen Fällen der Fotoarbeiten das Gesicht sehen, wenn auch wie bei Vera durch einen diffusen Lichteinfall. Hier ist es aber der Text, der beschreibt, dass es sich hier um eine bestimmte Person handelt. Martha, 32 Jahre alt. Eine Wissenschaftlerin und Lehrerin, ja, die hier im Grunde nur durch ihre Armbänder, die unterschiedlichen von verschiedenen Konzerten, die sie vor der Pandemie besucht hat, sich charakterisieren lässt. Und sie beschreibt ihre Symptomatik, das anhaltende Fieber seit 9 Monaten, die Erinnerungslücken, die sie immer noch hat. Und auf der anderen Seite, und das ist interessant, eben ein Detail, eben des Haarbüschel, des Haarverlusts von Martha. Also auf der einen Seite wird sie gezeigt, aber ihr Gesicht ist verdeckt. Auf der anderen Seite dieses sehr individuelle Porträt, ja, nämlich die Haare und der Verlust derselben. Beide, Vera und Carmignan, tragen mit ihren Arbeiten zur Sichtbarmachung der unsichtbaren Erkrankung bei. Bei Carmignan stärker noch auf die unmittelbare Verbindung zur Covid-19-Erkrankung verwiesen, wenn man die Arbeiten aus dem genannten Hospital sich anschaut. Auch hier wird das Gesicht nicht gezeigt. Es werden aber an anderer Stelle die Ärzte gezeigt in der Pause. Es wird also der Alltag auch des Krankenhauses visualisiert. In beiden Fällen, bei beiden Fotografen, sind die dargestellten Personen meist weiblich. Und das entspricht ja auch der tatsächlichen Situation. Es sind vor allem junge Frauen, die visualisiert sind. Frauen unter 50 haben ja ein 5-mal höheres Risiko, auch weil sie immunologisch stärker sind. Die Arbeiten geben den Erkrankten eine Biografie, auch wenn sie, wie im Falle Marthas, das Gesicht bedeckt hat, gibt man ihr durch die Arbeiten die Biografie und gleichzeitig gehen die Bilder in das kollektive Gedächtnis ein. Die Einsamkeit, die Hilflosigkeit, die hier bei Martha im verschatteten Zimmer im diffusen blauen Licht auf der anderen Seite gezeigt wird, sind natürlich im starken Gegensatz zu den oft sarkastischen Memes, die wir gefunden haben. Aber es zeigt sich doch in beiden eine Gemeinsamkeit, nämlich der starke Einbezug, das starke Betonen der eigenen Situation durch die Patienten. Also der Einbezug der Patienten, die entweder selbsttätig sind, im Netz ihre Symptomatik beschreiben und natürlich auch sarkastisch kommentieren. Und auf der anderen Seite hier dieser enge Dialog mit Künstlerinnen und Künstlern, bevor die Arbeit entsteht. Ja, das ist jetzt die letzte Folie und der Versuch einer zusammenfassenden Schlussfolgerung, die aber wahrscheinlich auch noch offen bleiben wird und uns zur Diskussion führen kann. Wir haben, Birgit und ich, von einer gewissen Epistemic Awareness und Art Awareness, diese haben wir festgestellt in der Analyse der Bilder, in dem Vergleich der Texte und der Initiative. Wir kommen zu dem Schluss, dass Long-Covid
zu einem Prozess der erfahrungsbasierten und narrativ, aber auch bildlich gestützten Evidenzgenerierung führt und das natürlich durch die digitale Vernetzung. Es gibt sehr positive Entwicklungen. Die WHO hat Post-Covid, allerdings nicht Long-Covid, Post-Covid als Krankheit anerkannt und einige Initiative lanciert, die nicht nur an Kliniker, sondern auch an Patienten und Betroffenen gerichtet sind, um die Krankheit besser erfassen zu können. Es existieren inzwischen schon partizipative Empfehlungen, Studien, die auch sehr partizipativ aufgebaut und designt worden sind. Das sind sehr positive Entwicklungen. Long-Covid-Bilder und Narrative verbreiten sich in dislozierte Resonanzräume. Wir wissen nicht, wie und mit welcher Geschwindigkeit, aber wir müssen konstatieren, wie rasant das stattfindet. Und allerdings wissen wir nicht, wie lange und wie wirksam diese, wenn wir sie nach Aßmann, symbolische Objektivationen nennen, wie lange also diese symbolische Objektivationen den Entourage virtuell der Netzkultur prägen werden. Das wird sicherlich auch durch ihre Abrufbarkeit bedingt sein. Und ja, Abrufbarkeit wird nicht nur im digitalen Sinne, sondern auch im memorialen Sinne zu verstehen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt sehr, sehr, sehr lange gesprochen und hoffen, dass Sie nicht exhaustiv sind. Vielen, vielen Dank an Sie beide, Frau Gardebusch-Bondio und Frau Münch, für die ja sehr, sehr spannende und interessante Darstellung. Vielleicht noch einmal an die Zuschauer. Sie haben unten in dem Zoom-Fenster so einen Bereich, der nennt sich F und A. Wenn Sie darauf klicken, können Sie selber Fragen stellen an die Referentinnen. Da ist bisher noch nicht so viel eingegangen, aber von unserem Team sind einige Fragen gekommen und ich würde da direkt einfach einsteigen und mal die ersten Fragen stellen, wenn es Ihnen recht ist. Okay, vor allen Dingen kristallisiert sich hier für mich zumindest raus, wenn wir so die Politik der Bilder vielleicht auch betrachten, dass da doch einige Fragen und Anmerkungen zu gekommen sind. Ein Teammitglied sagt, Sie haben sehr einprägsame Bilder angeführt, doch eines, so scheint mir, haben Sie ausgelassen, nämlich dasjenige der Impfung. Gerade im Fernsehen waren bzw. sind immer wieder bewegte Bilder zu sehen, die Spritzen, also das kann man natürlich auch in anderen Medien sehen, die Spritzen, insbesondere aber Oberarme und Schultern mit Nadeleinstich oder Pflaster zeigen. Hat das Auslassen einen Grund oder war das eben einfach der Zeit, dem Umfang geschuldet? Weil man könnte hier ja über die unterschiedlichen Funktionen bzw. Zwecke von Bildern nachdenken. Bei der Spritze etwa eine Werbung fürs Impfen. Soll ich mal beginnen oder möchtest du? Ja, also wir haben schon in anderen Zusammenhängen über die Corona-Bilder gesprochen und wir hatten in der Tat auch einmal die Impfung dabei, also gerade auch die erste in Amerika, die erste ältere Dame, die Impfung erhielt mit diesem Christmas-Pullover an. Das Bild war sehr weit verbreitet. Wir haben uns heute entschieden, es nicht einzufügen, weil wir jetzt uns auf die Krankheit konzentrieren wollten und die Impfung dann doch nochmal eine andere Dimension hat. Da geht es eben auch um Prävention, um aufmerksam machen, um Warnung, also diese Dimension des Bildes zwischen Aufforderung zum Impfen und auf der anderen Seite inwieweit, und das ist ja eine wichtige Frage zur Bildethik, ja, oder die ethische Dimension des Bildes, was soll ein Bild bewirken, was kann es bewirken und wo ist es dann doch zu aggressiv, das Virus, ja, dass man es nicht zeigen möchte, weil es vielleicht Angst schürt. Das hatten wir sehr schön auch in diesen ganz frühen Bildern, wo wir noch nicht die von Eckart gezeigte, dann wirklich ubiquitär zu finden Darstellung hatten, sondern diese pastelligen Seifenblasen. Am Anfang war es ja alles ganz harmlos so ungefähr. Mhm. Und dann wird es extrem gefährlich und dann schwächt man es ab. Ja, und das wird ja auch von den
Illustratoren hier auch ganz genau beschrieben, warum man dieses Grau wählt, warum man dieses dunklere Rot wählt und nicht das chinesische hellere Rot. Das ist sehr spannend. Aber Sie haben recht, natürlich ist das ein ganz wichtiger Bereich, der aber vielleicht jetzt, weil wir uns auch auf Post-Covid fokussieren wollten, dann nicht so richtig passte zu dem, worauf wir eigentlich hinaus wollten. Also wir wollten erstmal zeigen, welche Bilder gibt es, die dann vielleicht auch in diesem Post-Covid-Bild entgegenstehen oder sich oder wie das Post-Covid-Bild sich aus diesem ergibt, und da wäre die Impfung nicht dabei. Ja? Das ist nachvollziehbar. Ja. Vielen Dank. Vielleicht auch noch mal daran anknüpfen, tatsächlich eine Frage zum Thema, was bleibt? Was für Bilder bleiben? Eine Frage aus dem Team. Gerade Bilder von Corona-Gegnerinnen oder LeugnerInnen sind meines Erachtens nach Bilder, sagt der Fragende, die bleibend in Erinnerung bleiben werden. Nicht die Krankheit allein, sondern die Spaltung, Reaktion der Gesellschaft als Bild der Pandemie. Wie sehen Sie das? Soll ich nochmal anfangen oder fängst du an? Ich kann auch anfangen. Also ich, mit Sicherheit werden wir auch daran denken, wobei ich mir nicht so ganz sicher bin, dass diese Bilder so spezifisch sind. Also Corona-Leugner und ich denke an Pegida, München 2014, also das hat sich nicht so wahnsinnig in meinem Gedächtnis geprägt, aber das sind sehr ähnliche Menschen, die, glaube ich, in verschiedenen Situationen mit diesen Gästen und mit diesen Haltungen dastehen. Und ja, die Frage ist dann immer wieder, wie werden die medial übertragen, welchen Raum bekommen sie, welche Resonanz ist ihnen gegönnt worden und ja, wie weit können wir aufgrund dieser induzierten Resonanz auch, würde ich fast sagen, Opfer davon sein. Aber das ist meine Position. Ja. Ich würde mich dem auch anschließen. Ne? Also Sie haben im Grunde Bilder des Protests. Ja? Sie haben im letzten Jahr in den USA noch ganz andere Protestbilder gehabt, die natürlich aus der anderen Seite kommen. Aber dann haben Sie Greta Thunberg und Sie haben das, was wir vor Covid hatten, mit in dieser Form. Das sind natürlich immer andere AkteurInnen, aber ich weiß nicht, ob dieses Protestbild des Leugnens, ob das dann wirklich das Bild von Covid-19 wird, da bin ich mir auch unsicher. Es ist sicherlich eines und eine Kategorie, ja. Aber es gibt auch so viele verschiedene, die sich sehr ähneln in dem Fall. Mhm. Das ist sicher. Ja. Dankeschön. Da würde ich dann auch nochmal anschließen, also zu dem Thema vielleicht auch, ja, was. Wofür sozusagen, also der Zweck von Bildern, kommt hier eine Frage, nämlich oder Kommentar und Frage. Gerade wenn man an das Militär denkt, das in China oder Italien aktiviert wird, und Sie hatten ja da auch einige Bilder mit bei aus China und dieser Ausstellung, und Formulierungen von Krieg oder Kampf gegen Corona oder etwa der sogenannten Bazooka, würden Sie da eine Parallele zwischen Sprache und Bildsprache ziehen oder eine Differenz? Und wenn man hier die Parallele stark machen will, lernen wir dann daraus, dass wir unfähig sind, Krisen in anderen Kategorien zu denken als im militärischen. Denn wir reden ja auch in anderen Kontexten vom Kampf gegen den Klimawandel zum Beispiel. Also gerade was die Krankheit angeht, hat Susan Sontag das ja schon, sie war ja noch nicht mehr die Erste, aber sie hat es, denke ich, wirklich mächtig ins Bild gebracht, die Unterscheidung zwischen HIV und Krebs. Also HIV als eine Krankheit und die Kriegsmetaphern der Krankheit in Bezug auf HIV und in Bezug auf Krebs. Ja? Also Krebs kommt aus dir selbst, du bist selber schuld, wenn du erkrankst. Ja? Du hast dich irgendwie, und da sind ja wieder Parallelen zu Long-Covid und zu diesem Fatigue-Syndrom, was ja auch in einem Chat, in einer Chatfrage kommt. Aber diese ständige Benutzung dieser Kriegsmetaphern, das hat sie ja auch vorgestellt, gerade im Zusammenhang mit AIDS, mit der Krankheit, die von außen kommt, dem Körper von außen
bedroht. Und ich hatte das jetzt nicht gezeigt, aber es gibt ja auch einen Spiegel-Cover kurz nach dem gezeigten, wo der Arzt quasi so in einem Zelt die Zelttür öffnet und dann quasi auch gesagt, jetzt geht der Kampf los. Ja? Also das wurde ja in den Medien gespielt, lange, als man sich dann schon auch gefragt hat. Und ich finde es immer noch erstaunlich, wie der Spiegel letztes Jahr im Februar diese stigmatisierende Coverwahl da treffen konnte. Ja, und man hat das ja nicht nur in Deutschland gehabt. Aber als dann diese China-Bashing endete, war trotzdem die Kriegsmetaphorik ja noch ganz, ganz stark. Und natürlich wurde die auch bestätigt durch die Bergamo-Konvois etc. Vielleicht ganz kurz noch dazu. Und sie war wirklich von Anfang an da. Also wir hatten im März 2020 uns die Reden angeschaut der Präsidenten, der Kanzlerin in Schweden, in Frankreich, in Italien, in Deutschland. Und vor allem in Frankreich war die Kriegsmetaphorik extrem drohend. Und ja, die musste was suggerieren, die musste die Gravität der Situation vermitteln. In den anderen Reden vielleicht ein bisschen weniger präsent, aber das war tatsächlich vom Anfang an da. Und es musste helfen oder wurde rhetorisch als Mittel genutzt, um eben den Schwergrad dessen, was im Geschehen war, vermitteln zu können. Das ist ja eine sehr eindeutige, sehr starke Sprache, um hier die Vermittlung sicherzustellen. Dankeschön. Ja. Konrad, du möchtest was fragen? Wenn du noch andere Fragen hast, dann stelle ich das zurück. Noch ein paar andere da. Gut, dann melde ich mich auch vor, sozusagen auf Halde. Okay. Sie hatten selber die Frage nach dem Fatigue-Syndrom ja schon eben kurz angedeutet. Die möchte ich dann jetzt auch einmal stellen. Und das ist mir auch aufgefallen, also da vielen Dank für diese Frage. Wie erklären Sie sich die eindeutige und einseitige Gender-Zuordnung beim Thema Fatigue? Also Fatigue als weibliches Symptom, weil Männlichkeitsideal sich damit nicht vereinbaren lässt? Offene Frage. Also ich freue mich, dass Herr Stefani auch nicht mit Ja nicht nickt. Also wir wissen erstmal noch sehr, sehr wenig über, wie Long-Covid überhaupt sich, sagen wir, im Körper etabliert. Man kann aktuell eben beobachten, konstatieren und feststellen, dass altersmäßig alle Gruppen betroffen sind, von jung bis älter, sogar Kinder, dass mehr Frauen als Männer betroffen sind. Die Symptome sind extrem viele. Fatigue ist ja ein allgemein betrifft, was zu dieser Leistung, also geringe Leistungsfähigkeit bis hin zur permanenten chronischen Müdigkeit hinweist. Aber es sind sehr, sehr viele andere Symptome. Ich würde das nicht darauf reduzieren. Also meine Antwort ist, es ist zwar so, das wissen wir, aber wir wissen nicht, warum. Also noch nicht. Ja. Also ich hätte einen Lösungsvorschlag. Entschuldigung. Dass man hier aus dem Bildarchiv sozusagen heraus das erklären kann. Ja, Depressionen sind immer weiblich konnotiert. Die Hysterie damals war weiblich und jetzt ist es die Depression. Und der Vorwurf der ersten, oder was immer wieder zitiert wird bei sich unverstanden fühlenden PatientInnen, ist ja: Ich gehe zum Arzt, ich habe die Long-Covid-Symptomatik charakterisiert und das heißt, ja, du hast halt Angstzustände. Du bist noch immer du hast noch Angst. Ja? Und ich glaube, daher kommt das. Also das ist wirklich mit den Bildern zu erklären. Ja? Das Bildarchiv kennt nicht den männlichen Migränepatienten. Das Bildarchiv, oder weniger. Ja? Und eben auch die Depression ist weiblich konnotiert und deswegen ist hier Fatigue auch. Und vielleicht ist das auch nicht ganz falsch, dass auch dieses Bildarchiv eben mit diesem Müdigkeit, nicht das agile Zuhause, ne? Also das sind sehr alte Bilder, aber ich glaube eher, dass es mit diesen Migräne- und Depressionsbildern zusammenhängt. Vielen Dank, aber ich meine, genau das ist ja das Interessante, also warum wo kommt diese Zuschreibung her, spiegelt sich ja dann einfach nur wieder, ne?
Herr Stefan. Vielleicht darf ich kurz ergänzen. Es gibt ja bei vielen Krankheiten eine gewisse Geschlechtswendigkeit. Ich beschäftige mich mit Epilepsie und da gibt es für bestimmte Epilepsiesyndrome auch eine Geschlechtswendigkeit. Da war immer die Frage, erzählen Frauen mehr? Sind die gesprächsbereiter? Reden die mehr über Selbstbefindlichkeiten oder so? Das ist ja ein bisschen die Frage von Claudia Bozzaro auch. Ist das der Hintergrund oder ist das tatsächlich eine biologische, eine Krankheitsattribution, dass durch Hormone oder was auch immer der unterschiedliche weibliche Organismus eben anders reagiert als der männliche? Diese Frage stellt sich bei ganz vielen Krankheiten, bei den psychischen, den Depressionen, ist das schon kurz intoniert, ist es wohl nicht nur eine Narrativfrage. Auch natürlich gibt es Migräne, männliche Migränepatienten zuhauf, gibt es die. Die Frage, wie objektiviert man das und wie zieht man das auseinander von der Bereitschaft von Frauen, darüber zu sprechen, gegenüber der von Männern, darüber nicht zu sprechen. Also das ist ein Punkt, ist auch ganz schwer zu objektivieren, gerade was psychische Dinge anbelangt. Muss man gucken, wie sind die Rentenbegehren, wie sind die Reha-Begehren. Das muss man in vieler Hinsicht abgleichen. Aber dass es genderspezifische Neigungen zu Krankheiten gibt, weiß das jetzt nicht von Long-Covid, aber dass es diese Faktoren gibt, wollte ich nur sagen, ja, das ist so. Es wäre auch merkwürdig, wenn nicht, das muss ich auch sagen, weil wir haben nun mal unterschiedliche, in manchen Bereichen unterschiedliche Organsysteme und das ist eben mit den gesellschaftlichen Faktoren auseinanderzuziehen. Darf ich kurz eine Rückfrage stellen? Das hieße das dann, dass die nicht sichtbare Krankheit, dass Frauen da weniger Probleme haben, drüber zu sprechen? Also ich meine, wenn ich jetzt mit Sicherheit haben Frauen weniger darüber zu sprechen, dass ihr Onkel Epilepsie hat, als Männer. Die Männer wissen es oft gar nicht, weil sie sich für Familiengeschichten nicht interessieren. Frauen, also diese Faktoren, ich habe den Eindruck, da Frauen, ich bin nun Kinderarzt, da habe ich sehr viel mit Müttern zu tun, die erzählen viel, viel mehr, als wenn dann mal ein Vater dabei ist, der sagt, ja, irgendwie weiß nicht genau und so. Vielleicht Frau Bozzaro direkt dazu, weil das ja auch von Ihnen Ihre Frage war. Ja, vielleicht einfach eher ein Kommentar nur dazu. Irgendwie, ich glaube, also ich beschäftige mich ja seit vielen Jahren mit dem Thema Schmerz und chronischer Schmerz. Und das ist auch eine Erkrankung, die in Bezug auf Bilder enorm spannend ist, ja, weil die einen assoziieren Schmerz natürlich gleich mit der offenen Wunde. Die ist sichtbar, die ist wunderbar und ich kann viele Schmerzarten auch wunderbar mit bildgebenden Verfahren in der Medizin sichtbar machen. Aber ich habe auch irgendwie das gegenteilige Problem, irgendwie zum Beispiel den Ganzkörperschmerz, Fibromyalgie, Krankheitserfahrungen, wo eben diese Bilder fehlen, irgendwie, was einfach für die Vermittlung auch und auch für die Glaubwürdigkeit dieser Patienten enorm problematisch ist. Und gleichzeitig irgendwie haben aber auch Studien ergeben, dass es durchaus eben genderspezifische wie kann man sagen, eben Krankheitsbilder auch gibt. Irgendwie, also zum Beispiel der Bauarbeiter, der hat keine Schwierigkeit, über seine Rückenschmerzen irgendwie zu sprechen, weil in seiner Community eben der Rückenschmerz irgendwie als, ja, das ist eben ein Schmerz, der mit Körperarbeit, mit männlicher Kraft eben in Verbindung gebracht wird und darüber kann man problemlos sprechen, während beispielsweise die Migräne irgendwie auch in diesen Communities irgendwie ganz anders gedeutet wird irgendwie und dort dann eben vielleicht eher nicht zum Ausdruck gebracht wird. Also es hat, glaube ich, beide Komponenten. Einmal, dass es eben durchaus biologisch bedingte Differenzen gibt, aber dass es eben gleichzeitig auch diese Narrative irgendwie gibt, die dann eben die Bereitschaft, überhaupt darüber zu sprechen und so weiter, auch nochmal beeinflussen. Also da ist eine ganz spannende Interaktion. Das wollte ich einfach nur noch so als Kommentar. Konrad. Spannend. Ja, vielen Dank an euch beide für den Vortrag. Es ist ja interessant, wie so ein Gedächtnis tatsächlich arbeitet. Natürlich würde der Moritz Halbwack sagen, man kann dem kollektiven Gedächtnis keine Vorschriften machen, was wir erinnern sollen.
Gleichwohl würde der Ethiker sagen, manchmal reden wir auch darüber, was wir erinnern sollten und was wir vergessen dürfen. Das ist so auch ein bisschen Nietzsche about forgetfulness und all diese Dinge. Was dann natürlich dann auch sehr interessant ist, so als Phänomen, wie ich es gerade selber erlebt habe, man sieht sehr, sehr viele Bilder und ich weiß, ihr hättet noch viel mehr Bilder präsentieren können, aber mein Gedächtnis hat jetzt so reagiert, dass ich nicht nur die Bilder gesehen habe, sondern gewissermaßen auch Bilder vermisst habe, die mir wichtig gewesen sind. Das heißt, da kommt im Grunde so eine Lücke und sagt, ah, das Bild hätten Sie aber bringen müssen. Und dann weiß ich im Grunde im gleichen Moment, das war mir aus bestimmten Gründen heraus wichtig. Das Beispiel ist, in der zweiten und in der dritten Welle hat man so in diesen Sonderberichten nach den Tagesthemen immer auch die Kamera gesehen im Fernsehen, wie sie in die Intensivstationen reingehalten hat. Und das war hochdialektisch. Auf der einen Seite wollten diese Fernsehleute in die Intensivstation die Menschen, die dort in der Bauchlage intubiert waren, zeigen, so nach dem Motto, hört mal zu, es ist ernst jetzt, es geht jetzt wirklich um irgendwas. Und auf der anderen Seite wollten sie so eine Art dezenten Blick machen. Sie wollten es wie so durchs Schlüsselloch. Man wollte nicht gewissermaßen ins Schlafzimmer reingucken mit der Kamera. Man wollte sich eigentlich zurückhalten mit der Kamera. Und diese Bilder zeigen und zugleich zurückhaltend zeigen, das waren Bilder, die mir sehr wichtig gewesen sind. Und das habe ich gemerkt, aha, dieses Bild habe ich vermisst, weil es mir wichtig gewesen ist. Ja? Und da könnte man überlegen, ob man gewissermaßen jetzt sagt, ich behalte dieses Bild, das mir gefehlt hat, bei, weil es für mich ein wichtiges Bild war. Oder ich reflektiere nochmal darauf und sage, vielleicht war es ja auch gar nicht so wichtig. Vielleicht waren ja andere Bilder ja viel wichtiger. Und dann bin ich interessanterweise, und das ist der Punkt, auf den ich die ganze Zeit zugesteuert habe, dann bin ich gewissermaßen von einer rein empiristischen Frage, was werden wir erinnern, in eine normative Frage, was sollten wir erinnern, welche Bilder sollten uns als Gedächtnisstützen dienen, so gewissermaßen immanent hineingekommen. Das wollte ich nur aus einer ethischen Perspektive im Grunde sagen, wie man sozusagen so eine normative Ausrichtung der Frage dann auch über diese wunderbaren Bilder generieren kann. Vielen Dank, Konrad, für deine Überlegungen. Ich habe dich denken gesehen die ganze Zeit und dachte, das kommt jetzt. Und ja, du hast, glaube ich, einen wichtigen Punkt genannt, wobei ich mich jetzt frage, ob dieser normative Zugang zu den Bildern lediglich auf einer individuellen Ebene stattfinden wird. Oder ob wir davon ausgehen können, dass wenn zum Beispiel in den Medien tagtäglich dieser Pix gezeigt wird mit eben einem Aufklärungsprogramm oder mit einem etwas operiert wird, was eben die Schwelle hin zum Impfen niedriger werden lassen soll, also mit einer guten Absicht. Da es aber unvoraussehbar ist, welche Wirkung das haben wird. Es könnte auch so sein, dass Menschen, die das jeden Tag sehen müssen, das so ad nauseam gesehen haben und an den Punkt kommen, an dem sie sagen, verdammt nochmal, ich habe überhaupt keine Lust, das nervt mich, das will ich nicht. Also das kann in die eine und in die andere Richtung gehen. Das ist eine schwer steuerbare Sache mit den Bildern, die man vielleicht gut gemeint in Aktion setzen kann mit einer gewissen Zielsetzung. Aber wenn sie so ganz, sagen wir, auf dieser niederschwelligen Ebene transponiert und gezeigt werden und ohne begleitenden Argumentationen und oder Einbettungen oder klare Zielgruppen vielleicht ganz fehlschlagen können. Es ist keine Antwort, es ist ein Weiterdenken. Ich denke auch. Nur ein Punkt noch, Maria. Wir reden ja in anderen Hinsichten auch von Erinnerungskultur.
Befreiung von Auschwitz oder so etwas, hatten wir jetzt auch einen Jahrestag und so weiter. Die Frage ist, würde es überhaupt guten Sinn machen, auch in Bezug auf Covid, so einen Begriff wie Erinnerungskultur einzuführen? Oder müsste man mit Moris Halbpass sagen, das kollektive Gedächtnis macht sowieso, was es will? Das ist so ein bisschen die Spannung auch Aßmann versus Halbwachs. Ja? Ja, also wenn ich gleich dazu meine Antwort geben darf, würde ich mit beiden operieren wollen und nicht ein Entweder-Oder, sondern in der Komplexität dieser Prognosen. Ich meine, das ist historische Prognose, was wir hier betreiben, im Jetzt. Also wir sind in einem sich entwickelnden Etwas, in einer Dynamis, in einem Phänomen des nicht abgeschlossenen Seins und prognostizieren über das, was gewesen sein könnte, was sein könnte oder gewesen sein wird, und haben so ein paar Instrumente, die uns helfen können, zu imaginieren und zu strukturieren. Und als ich dann Aßmann oder durch Aßmann Halbwachs las, und ich bin keine Expertin, mein Gott, aber dann dachte ich, das eine und das andere und dazu auch noch das Individuelle. Denn ich meine, wenn meine Schwester auf dieser Intensivstation gewesen sein würde, dann würde ich auch wieder anders an die Intensivstation denken, zu der ich keinen Zugang hatte, als sie da war und ich vielleicht nur durch ein Handy, verstehst du? Ich würde die verschiedenen Gedächtnistheorien hier nicht getrennt sehen wollen. Ich glaube, das ist nicht möglich. Ich möchte vielleicht noch einen Punkt, ich finde das hochspannend und wichtig und Sie haben recht. Aber wenn wir jetzt heute diese Bilderflut in diesen, und ich glaube, es gibt, also wir haben jetzt in einem Projekt 39 Bilddatenbanken zu Covid-19-Bildern, und wenn man die durchschaut, fehlt das individualisierte Bild des anonymisierten Kranken, das, was wir in der Tagesschau gesehen haben. Das ist ganz selten da, ja. Also das ist rausgelöst und deswegen haben wir es hier jetzt auch, oder für mich war das jetzt ein Grund zu sagen, das nehme ich raus, weil wir uns ja jetzt mit der Frage befassen, was könnte möglicherweise das Bild sein? Warum ist das so? Was mich gewundert hat, von Anfang an, als wir anfingen, und wir haben ja auch im Februar schon angefangen, Bilder zu sichten zusammen, warum gibt es keine Bilder der Mauern vor den italienischen Krankenhäusern, wo Angehörige Blumen hinterlegt haben und Zettel und Erinnerungen. Ja? Das haben wir ganz selten. Das haben wir bei 9/11 ja natürlich in ganz großer Form, bei jedem, bei vielen Epidemien auch, aber das fehlte auch komplett, was mich sehr gewundert hat. Also dieses Herausnehmen dieses individuellen Leids, obwohl wir oder gerade weil wir uns nicht verabschieden können. Ja, es gibt kein Verabschieden, es gibt kein letztes Mal, sondern es gibt dann vielleicht, wenn man Glück hat, den Handyanruf durch die Krankenschwester. Und ich fand es erstaunlich, weil ich weiß, dass es diese, und ich war auf der Suche nach diesen Bildern, wo Menschen nochmal an den Ort gehen, wo die Verwandten gestorben sind, wo man nicht rein darf, also bis zu dem letzten Punkt, wohin ich gehen darf. Und das ist extrem wenig gewesen und ist jetzt noch weniger. Und ich beobachte das, ja, und genauso auch die, also die Frage ist, hat man zu große Angst, irgendein Gesicht zu zeigen, weil man weil man das aus ethischen Gründen und weil man weiß, was man alles falsch gemacht hat bei HIV, ja, dieses zur Schau stellen. Hat man da jetzt das so zurückgenommen, dass man eben diese individuelle Persönlichkeit, die ja auf dem Bauch liegend beatmet, man würde ja kein Gesicht sehen und trotzdem ist es selten. Oder ist es aus diesem Grund selten? Und jetzt noch die zweite Frage zur Erinnerungskultur. Wenn man sich überlegt, also das fand ich, deswegen habe ich es gezeigt, so spannend, dass wir jetzt schon diese Memorials haben, wo diese Tausenden von Toten visualisiert sind durch diese Papierkonstruktionen und auf der anderen Seite sich überlegt, wie viele AIDS-Memorials jetzt gerade erst im Entstehen sind. Also St. Vincent Hospital in New York, ja, da ist jetzt gerade erst dieses Memorial fertiggestellt worden mit Jenny Holzer, die da mitgearbeitet hat. Und die Frage ist eben, wie lange wird es dauern, bis wir hier
ein Memorial haben, ja, wo auch vielleicht Long-Covid dann irgendein Bild dabei hat. Ja, aber das sind einfach sehr lange Prozesse und ich glaube, wir sind sozusagen ganz am Anfang, ja, um zu überlegen, welches Bild kristallisiert sich dann heraus oder welche Bildtypen. Schön, Frau Bozzaro meldet sich schon eine ganze Weile. Dann Herr Stefan nochmal und Konrad. Im Moment habe ich noch keine weiteren Fragen aus dem Zuschauerraum. Wenn da eine reinkommt, würde ich die natürlich zwischenschieben und vorziehen. Ich hatte noch eine Frage zurück an Frau Gardebusch-Bonnier, irgendwie in Bezug auf das, was Sie mit der Wirkung oder der unkontrollierbaren Wirkung oder unvorhersehbaren Wirkung von Bildern irgendwie gesagt haben in Bezug auf diese Impfbilder. Weil mir kam so ein bisschen die Frage auf, das ist jetzt vielleicht auch eine Frage, die man nicht im Kontext von Kunst irgendwie ist, aber in der Werbung irgendwie werden ja tagtäglich Bilder eingesetzt und zwar sehr wohl und sehr gezielt und gewusst wie irgendwie. Ja? Also die wissen ja ganz genau, welchen Effekt man mit welcher Bildgebung eben erzielen kann. Und da kam mir einfach nochmal irgendwie sozusagen eine Frage, die ich vorhin auch in den Chat reingeschrieben hatte, dann hatte ich sie gelöscht, weil ich dachte, ah ja, das haben wir jetzt schon angesprochen, aber vielleicht da doch nochmal nachgefragt. Also welche, weil das ist ja natürlich auch ethisch, gerade wenn man das in Bezug auf die Impfkampagne eben bespricht, dieses Stichwort auch Nudging und so weiter, wie viel Macht irgendwie haben Bilder? Wie würden Sie das eigentlich, also welche Rolle haben Ihrer Meinung nach nochmal Bilder auch eben für die politische Führung, für die Durchsetzung? Ich meine, wir haben ja in den letzten Monaten, das haben wir hier in der Ringvorlesung häufig auch besprochen, massive Einschränkungen individueller Freiheiten gehabt. Also ein ganzes Land bzw. ganze Länder mussten irgendwie von einem Tag auf den anderen ihre Gewohnheiten umstellen, ihre gesamte Lebensweise umstellen. Ich würde sagen, diese Bilder von Bergamo, die haben in meiner Wahrnehmung, zum Beispiel hier in Deutschland, eine unerhörte Bedeutung gehabt, damit überhaupt mal die Bevölkerung bereit war, diesen ganzen Lockdown irgendwie diesen ersten mitzutragen. Ich glaube, das wäre ohne nicht gegangen. Ja? Aber da würde mich einfach nochmal ein Kommentar, wie gesagt, einmal in dieser Werbegeschichte und eben die politische Bedeutung von Bildern irgendwie interessieren. Ja. Es ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich wird mir Birgit noch eine Unterstützung geben dabei, aber ich kann von meiner Perspektive her und auch ein bisschen vielleicht relativierend zu dem Beispiel davor gelenkt wurde, das Beispiel des Bixen oder dieses rekurrierende Bild, was auch ein Video ist oder eine Aufnahme im Fernsehen durch die Frage, die uns gestellt worden ist, denn eigentlich das, was Sie meinen, das gezielte Einsetzen von Bildern in Zusammenhang mit einem Message und in diesem Falle mit einer Aufklärungskampagne zum Thema Impfen, das haben wir gehabt. Es hat nicht so viel, glaube ich, gewirkt oder es ist schwer zu messen. Es sind diese Kampagnen, die ein bisschen ähnlich wie bei der Transplantation oder Organtransplantation und Spende, also Motivation zum Spenden, mit terrorisierten Figuren zu tun hatten. Es waren Persönlichkeiten, die namentlich da standen und erklärten, warum sie das gut finden, sich impfen zu lassen, oder sie standen für ein sich impfen lassen. Und das wurde ziemlich am Anfang, als eben die Impfungen zugelassen worden waren und schon bestellt worden waren. Ja, und ich habe jetzt nicht in den Städten große Plakaten gesehen, aber die waren auf jeden Fall da. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht im Rahmen dieses Steuerbaren oder dieses Absichtbaren, also es geht um Absichten, es geht um Pläne, es geht um eine gewisse bildliche Rhetorik verbunden mit einer sprachlichen Rhetorik. Inwiefern diese wirken, das weiß ich nicht, wie man das messen kann, wie man das prüfen kann, aber da sind vielleicht die Kunsthistoriker eher an der Quelle als andere. Und aber die andere Frage war verbunden mit Politik und mit Macht. Und ich hatte das auch im Chat gelesen, dass sie sich gefragt haben. Und das hat mich beschäftigt, weil mein Eindruck ist, dass wir jetzt in Zusammenhang mit Corona und mit dieser kathartischen Erfahrung der Pandemie permanent mit Machtlosigkeit zu tun haben auf allen Ebenen und mit einem sich arrangieren mit dieser Machtlosigkeit, mit dem nicht genau wissen können, mit dem sich korrigieren müssen, mit dem permanent sich revidieren müssen. Und all das, was dann in diesem Zusammenhang entsteht, ist eigentlich ein Umgehen mit Machtlosigkeit, mit eingeschränkter Macht,
um eben aus, ja, aus der Situation das Beste zu tun. Dankeschön. Genau, da kann ich ja jetzt nicht stehen, weil ich genau in diese Richtung der Machtlosigkeit auch nochmal eine Frage habe. Ich finde, Sie haben sehr viel Visibles visibel gemacht und gezeigt. Aber also, was weiß ich, jemand, der da traurig sitzt und schlapp ist und so weiter, mit ein bisschen blauen Wolken. Ich übertreibe das und banalisiere das jetzt etwas. Was aber ich auch Sie fragen wollte, gibt es Darstellungen dieses Paradigmenwechsels, dass wir aus einer gut eingefahrenen Gesellschaft, wo wir wussten, dann und dann geht es in Urlaub, dann und dann kaufen wir ein, dann und dann machen wir das und das und das, wie wir aus einer gut eingefahrenen Gesellschaft, genau was Sie gerade sagten, in eine Form von Machtlosigkeit, in eine Form von Unsicherheit kommen. Also ich kann nur sagen, für einen Mediziner wie mich ist der Anblick eines psychisch Kranken, eines Sterbenden, eines Toten nicht so etwas Ungewöhnliches. Und deswegen, das wurde dann publik und das hat man mit Särgen und so etwas dargestellt. Das hat es immer gegeben. Insofern sage ich, Sie zeigen eigentlich Visibles, natürlich das Invisible dahinter auch. Aber meine Frage an Sie ist, diese Machtlosigkeit, dass wir plötzlich nicht mehr wissen, können wir uns noch treffen, können wir ein Familienfest machen, Oma zu besuchen im Altersheim geht schon gar nicht und so weiter. Und wann geht's wieder? Diese Perspektivarmut oder Schwierigkeit, gibt es dazu Bilder? Gibt es dazu, also, weil das empfinde ich wirklich als einen riesigen Paradigmenwechsel unserer Gesellschaft, ja, aus einer festgefahrenen, nach guten, erarbeiteten, soliden Regeln geführten Gesellschaft, einer tüchtigen Gesellschaft, wird plötzlich eine Gesellschaft, wo die Innenstädte leer sind, wo die Flieger am Boden bleiben und wo Angehörige ihre Sterbenden nicht mehr verabschieden können. Also ich glaube, das Überzeitliche haben wir bei Vera doch gesehen. Sie zeigt die blaue Folie, sie zeigt, ich habe jetzt nicht alle Beispiele gezeigt, aber sie zeigt dann eben teilweise einen Weg, der in den Wald führt. Ja, also es ist was Überzeitliches, weil man es im Grunde, wenn Sie es jetzt malen würden, nicht zeitlich verorten könnten. Ja? Diese Schultafel ist ja keine Tafel, die eine Lehrerin heute hat. Es ist eine Tafel aus der Kita. Ja? Und dieser Weg in den Wald hinein, dann die Bank, das sind so überzeitliche Dinge, die eigentlich unserer globalisierten Welt überhaupt nicht entsprechen. Das ist jetzt eben nicht der Mann mit dem iPhone, der durch die Stadt läuft, sondern das ist etwas, was so zurückgeht. Aber es ist diffus gehalten. Es ist im Grunde eine Ästhetik, die sie eben auch aus bestimmten, ja, Horrorfilmen haben, ja, wenn da jemand in dieser Dämmerung dann den Garten betritt, etc. Und das ist, ich finde, dass die Bilder eben auch dieses Long-Durée zeigen. Deswegen finde ich das auch so spannend, weil ich glaube, die Long-Covid-Bilder unterscheiden sich in diesem Punkt eben des Unkonkreten auch von den anderen Bildern. Ja, also gerade ihre Ästhetik, und das haben andere ja auch gemacht. Wir haben jetzt nur zwei herausgegriffen. Also man kann es nicht zeitlich verorten. Es endet nicht. Ja, also der Zustand endet nicht. Und das ist ja etwas, was sehr stark Angst machen kann oder Angst macht. Ja, also ich kann nicht sagen, wann ich wieder die Kreide halten kann, ja, oder wann ich wieder diesen Spaziergang machen kann. Ich glaube, das ist schon etwas, was diese, also diese Zeitdimension erscheint mir wichtig. Und diese Überzeitlichkeit in dem Sinne, dass es im Grunde auch schon vor 100 Jahren hätte so inszeniert werden können. Ja, da sind keine Cola-Dosen oder irgendwelche Elemente. Auf der anderen Seite kann der Zustand aber noch sehr lange anhalten. Ja.
Also das ist aus der Zeit, das ist aus der Zeit Gefallene. Das ist auch etwas, was Angst macht. Ja, ich habe nicht mehr die Parameter, in die ich mich verorten kann. Ja, es ist alles anders und vor allem wissen wir nicht, was kommt. Vielleicht noch ganz kurz zur Frage von Herrn Stefanie. Sie meinten, ja, also schließlich zeigen wir etwas, was sich zeigen lässt, was visibel sein muss, um gezeigt zu werden. Deswegen haben wir invisibel mit Klammern, mit diesen ganzen Konstrukten, die man braucht, um eben genau das anzuspielen und anzudeuten. Wir haben Zustände, die nicht sichtbar sind. Wir haben Patienten, die klagen darüber, dass keiner das nachvollziehen kann, der oder die das gerade nicht so fühlt wie sie. Und dann haben wir eine Bündelung von Künstlern oder Künstlerinnen oder Fotografen, die sich mit diesen Patienten zusammentun und versuchen, diesen Zustand, diesen nicht sichtbaren Zustand irgendwie zu vermitteln. Und da ist das Spiel zwischen dem invisiblen Gefühlten und dem dann doch am Ende Sichtbaren für uns. Ob uns das wirklich dann genau das spüren und vorstellen lassen wird, was da los ist, das sei hingestellt. Aber ja, das klar, wollten wir versuchen. Es ist eine Zuschauerfrage reingekommen, die ich jetzt auf jeden Fall noch fragen möchte. Und zwar bezieht sie sich auf die Frage von Konrad Ott, nach dem, was erinnert werden soll. Der Zuschauer sagt, wie würden die an dieser Diskussion Partizipierenden, also wahrscheinlich nicht nur die beiden Referentinnen, die Frage, die Konrad Ott aufgeworfen hat, nach dem, was erinnert werden soll, beantworten? Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Ich hake ein bisschen. Ja. Können wir das schon jetzt? Behalten die Frage im Gedächtnis. Mhm. Im Gedächtnis. Ja. Aber vielleicht könnte man überlegen, welche Bilder, also wir würden jetzt ein Museum einrichten, so wie in Brüssel das Museum zur Geschichte Europas eingerichtet wurde, ja, von der EU. Wenn wir jetzt also überlegen, wir müssten ein Museum einrichten, es gibt ja jetzt auch sogar Long-Covid-Ausstellungen, digitale, aber wenn wir jetzt ein Museum einrichten sollten und da 20 Fotos reinpacken würden in einen Raum, welches würden wir definitiv nicht hineinnehmen? Das könnten wir vielleicht überlegen. Also welches Bild würden wir aus unterschiedlichen Gründen ausklammern wollen. Ja, Konrad. Es gibt ein wunderbares Fotomuseum im tiefsten Mecklenburg am Kummerower See. Da sind verschiedene Seele dann zu sehen. Ein Schwerpunkt ist auf den Jahren 1989, 1990, Schwarz-Weiß-Fotografien. Sehr, sehr eindrücklich, kann ich jedem empfehlen. Und da könnte man tatsächlich mal überlegen, dass man sagen würde, stell dir vor, du müsstest im Grunde eine Art kleines Fotomuseum oder auch ein Kunst, mit allen möglichen Kunstformen, ein Museum einrichten. Ich finde diese Frage unglaublich wichtig. Was würdest du tatsächlich auswählen, um vielleicht Leuten, die vielleicht jetzt noch Kinder gewesen sind, also meine Enkeltöchter, die werden sich irgendwie an Covid erinnern, weil sie wussten, als Kind musste ich da mit Maske in der Schule setzen. Wie war das denn? Und die Eltern, und das war so und so und so und so. Und dann mussten wir überlegen, wollen wir es überhaupt machen? Wir haben Museen für alles Mögliche. Wollen wir es überhaupt machen? Und wenn wir die Frage mit Ja beantworten, wer wäre bereit zu sagen, wie machen wir das? Wer würde die Auswahl treffen und so weiter und so weiter? Also ich finde so das Projekt eines kleinen irgendwo Covid-Museums. Ich möchte kein Memorial irgendwie denkmalähnlich irgendwo in den öffentlichen Raum platzieren. Könnte auch erklären, warum ich das nicht möchte. Aber sagen wir mal eine Art Museum, ja, warum nicht? Aber welches Bild würden Sie da definitiv nicht reinhängen? Können Sie das sagen? Nein, im Moment nicht. Corona. Da müsste ich mir noch viel, viel mehr Bilder einsehen und mich noch viel tiefer in Bilderwelten versenken, um dann zu sagen, das würde ich aussuchen oder nicht.
Aber nein, da bin ich auch, ich bin auch vielleicht nicht so, bin eher als Philosoph so eher so ein argumentativer, diskursiver Mensch und vielleicht nicht so der Bildermensch. Also ich würde ganz klar die Bilder mit den Toilettenpapier und Nudelregalen wahrscheinlich nicht reinnehmen. Und da würden jetzt vielleicht andere sagen, warum denn nicht? Die waren doch so wirkmächtig. Aber für mich ist das etwas, was mir zu stark betont ist und was vieles andere verschattet. Nee, die Hamsterkäufe waren nicht wichtig. Würde ich auch sagen. Also wenn wir uns gewissermaßen, stellen wir uns mal vor, wir werden so ein kleines Kuratorium. Und wir als kleines Kuratorium von Leuten, die wir das alle mitgemacht haben, würden uns jetzt ganz, ganz viele Bilder angucken und würden sagen, aber wir haben nur so und so viel Platz an den Wänden, wir müssen selegieren. Ja. Und dann müssen wir gewissermaßen Gründe, wichtig, unwichtig, gelungen, nicht gelungen, austauschen, um dann gewissermaßen das schönste aller möglichen Museen mit diesen Bildern zu kreieren. Also gewissermaßen die Sprecherrolle eines Mitglied eines solchen Kuratoriums einzunehmen, das könnte der Diskursethiker erklären, wie das geht. Das sagt nichts über die Wahl. Ja. Und es sagt nur, welche Art von Sprecherrolle man einnehmen muss. Ja, und über die Funktion des Museums. Ist es Ästhetik? Sie hatten jetzt gesagt, die schönsten, ne? Vielleicht aber eben nicht die schönsten, sondern die, die aufklären, die Zielgruppe, die angesprochen wird. Und ich finde eben gerade die Frage spannend, wir haben so eine Flut an Bildern, man müsste 100 oder 10 auswählen. Wie würde man es tun? Also ich hätte gerne die Krankenschwester mit den Zeichen von Masken. Die müsste man unbedingt haben. Aber zum Beispiel auch in Italien, wie sie abends dann in der ersten Welle auf den Balkonen gesungen haben. Ja. Wir sind ganz ordentlich über die Zeit eigentlich schon. Ich will Sie nicht abwürgen, Frau. Es gibt auch noch eine Frage aus dem Publikum. Deswegen jetzt, wir sind über die Zeit. Möchten Sie die Frage trotzdem noch beantworten? Ja? Okay, und zwar fragt ein Zuschauer, inwiefern sehen Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Bildern der Corona-Krise und der Klimakrise und welche Konsequenzen haben diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten? Auch keine kleine Frage. Sehr große Frage. Geht die Frage nicht hier an Konrad? Oh. Ja. Wie viele Stunden haben wir noch bis heute Abend? Dazu gibt es aber auch ein YouTube-Video von Herrn Ott, in dem er darauf eingegangen ist. Das wird bald ins Netz gestellt sein. Da kann man das dann vielleicht auch ein bisschen selber nachlesen, um jetzt aus dieser etwas schwierigen Situation mit dieser riesengroßen Frage herauszuleiten. Konrad Ott hat hierzu eine extra Ringvorlesung im Rahmen dieser Ringvorlesung gehalten. Und dies ist jetzt vielleicht nicht auf Bilder bezogen, aber da sind ganz viele wirkmächtige Inhalte natürlich thematisiert worden. Also da nochmal ein Verweis auch wirklich auf den YouTube-Kanal, wo Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nochmal alle Vorlesungen, die hier gehalten worden sind, in Ruhe nachschauen können. Es kommt, ich glaube, wir sind noch im Schnitt, also es kommt so sukzessive, ist nicht immer gleich schon einen Tag später online. Wenn Sie den Vortrag, den Sie sich anschauen möchten, nachschauen möchten, nicht direkt finden, liegt es daran, dass der einfach noch nicht ganz fertig ist, aber es haben alle zugestimmt zur Aufzeichnung, deswegen, also jetzt im Sommersemester zumindest, werden Sie alle diese Vorträge sehen können. Frau Bozzaro, ich wollte Sie nicht abwürgen. Sie haben noch was? Okay. Nee, ich finde, der Hinweis auf unsere Videos ist, glaube ich, ein ganz guter, also die bleiben auf jeden Fall in Erinnerung. Ja, also wir haben etwas irgendwie, was erstmal eine Zeit überdauern wird und genau. Und ich finde, das ist ein guter Schlusspunkt für diesen Abend. Vielen, vielen Dank Ihnen beiden. Und allen vielen anderen für die Diskussion. Ich danke sehr. Vielen Dank. Und danke, Ivo ist auch danke, da. Carla. Danke, Carla. Hi. Grüß dich. Hi, schön, dich zu sehen. Danke. Vielen Dank.
Auch von meiner Seite danke auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns bis jetzt noch die Treue gehalten haben. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sommer und hoffe, dass wir ja bald aus dieser Covid-Phase rauskommen. Kann man natürlich jetzt nicht wissen. Alles Gute für Sie.